Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 3.9. Wir wollen einfach mal hier feststellen, wie der Markt hier sich vom EZB-Zinsentscheid verhält. Und hierbei schauen wir aber auch auf ein Währungspaar, was hier schon sichtlich beeinflusst wurde in der Nacht. Hierbei speziell der Euro gegenüber dem Australdollar. Denn wir haben natürlich heute den EZB-Zinstermin, aber technisch, faktisch gab es in der Nacht schon wieder Daten aus Australien, die hier ja entsprechend ausfielen, entsprechend negativ für den Australdollar. Darum sehen wir auch hier den Aussie generell gegenüber vielen Währungspaaren, hier beispielsweise gegen den Yen und gegenüber dem US-Dollar unter Abgabedruck. Davon profitiert natürlich der Euro gegenüber dem australischen Dollar enorm. Und insofern sehen wir hier einen Aufschlag, der sich eben schon seit einiger Zeit fortsetzt. Und das Ganze begann hier, wir gehen mal kurz zum Tagesschart, in einer Aufwärtsbewegung, die hier schon länger ableitbar war. Denn das Währungspaar befindet sich hier seit Mai in einem sehr, sehr strukturell sauber ausgeprägten Aufwärtstrendkanal, der unlängst eben hier am Widerstandsbereich, das scrollen wir uns mal ein Stück raus, das war hier exakt um 1,5235, hier im Juli einen Top-Punkt erfuhr und exakt hier an dieser oberen Trendlinie gab es den Rückpraller. Die Annahme, dass es da eine Konsolidierung gab, erfüllte sich. Es gab dann sogar hier einen Rücksetzer in Richtung der unteren Trendlinie, also wirklich technisch eine Paradeleistung. Dann das Paar nochmal nach oben gezogen, hier am 12. August, das hatten wir auch neben dem Devisenradar auch in einem schriftlichen Check manifestiert, gab es hier einen Shooting Star, eine Umkehrkerze und die Annahme, dass das Währungspaar nochmal zurückkommt, erfüllte sich tatsächlich. Hier im Bereich um 1,50 fand sich dann bereits der Boden und das Währungspaar schoss nach oben. Die Möglichkeit, wie man hier in so einen Trade reinkommt, wurde auch exemplarisch dargestellt. Der Chart ist hier unverändert zu damals. Also die Idee, die, dass hier oberhalb oder im Bereich des Levels von 1,5075 eben die Option besteht, sowohl Rücksetzer mitzunehmen als auch direkt ansteigende Preise und hier praktisch Entry Orders in Pending-Manier à la 50 Pip Abstand in den Markt gegeben werden. Und wenn dies geschieht, kann man eben hier auf der Unterseite Rücksetzer vollziehen oder besser gesagt Rücksetzer zum günstigeren Einstieg nutzen, um dann praktisch hier in den Trendverlauf reinzukommen. Oder aber, wenn das Pairingspaar ohne Test dieser unteren Trendlinie direkt weiter nach oben aufdreht, dann praktisch hier reinzukommen. Das erfüllte sich dann direkt sogar schon einen Tag später. Das Währungspaar schoss in enormer Stärke nach oben. Hier im Bereich dieser oberen Trendlinie wären Gewinnmitnahmen angebracht, zumindest Teilverkäufe, denn es hätte auch durchaus im Sinne der Systematik der vergangenen Bewegungsimpulse hier im Bereich dieser oberen Trendlinie wieder zu einer Konsolidierung kommen können. Aber wie wir hier eindrucksvoll sehen, der Markt schoss dann hier im Sinne des Ausverkaufs der Finanzmarktturbulenzen am Montag des 24.08. hier nochmal exorbitant nach oben. So eine Bewegung war fast schon schwer vorherzusehen, denn dieses Ausmaß an Bewegungsintensität geschieht durchaus selten. Euro, US-Dollar ja hier selbst auch deutlich mit über 350 Pips nach vorn gelaufen. Hier aber das Währungspaar selbst dann nach diesem ersten Hype einen schönen Rücklauf vollzogen. Hier an diese obere Trendlinie, die zunächst als Widerstand fungierte, dann erfüllte sich hier mit Wochenbeginn, dem Rücksetzer hier vom Freitag, mit dem Wochenbeginn hier diese Trendlinie als Pullback-Level und seither zieht das Währungspaar wieder an, beziehungsweise zog an. Gestern Rücksetzer, heute hier wieder profitabel unterwegs und im Sinne der EZB-Geschichte kann es hier natürlich entweder heute auch noch mal zu leichten Rücksetzern kommen oder aber zu einem direkten Aufstreben. Das Währungspaar bereitet meines Erachtens direkt weitere Anstiege vor, die hier in mittelfristiger Sicht durchaus in Richtung 1,70 führen dürften. Rücksetzer erscheinen hier infolgedessen bei dem Währungspaar grundsätzlich als Kaufgelegenheiten. Nochmaliger Test dieser oberen Trendlinie hier im Bereich 1,58 könnte dann hier eine entsprechende Kaufchance darstellen. Und im Ideal nach solchen Rücksetzern bewegt sich das Währungspaar dann oberhalb dessen weiter nach oben. Ein deutlich starker Rückgang hier bis in den Bereich von 1,53 und tiefer kann ich mir aktuell zwar nicht vorstellen, wäre aber auch im übergeordneten Bild völlig legitim und würde hier das Währungspaar, wenn es in den Bereich 1,53, 1,55 zurückgeht, hier eigentlich unter mittelfristigen Gesichtspunkten nochmal eine schöne Einstiegschance darstellen. Denn das Währungspaar ist hier übergeordnet im bullischen Modus. Das schauen wir uns hier mal auf dem Wochenchart an. Da sehen wir die Korrekturbewegung hier seit dem Ende der Finanzmarktkrise. Der Euro geriet hier deutlich unter Druck. Der Australdollar hatte hier eine Renaissance sozusagen. Das Bild kippte aber im Laufe der letzten Jahre. Wir haben auch hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation gesehen. Hier Schulter, Kopf,
Schulter, Schulter sogar, also noch eine Schulter nebendran. Das hat dann hier im Zuge dieser Umkehr erstmal zu einer schönen Erholungsbewegung geführt. Rücksetzer, im Sinne dessen hatten wir hier zwei Auflagepunkte, die eine Trendlinie zulassen. Diese Trendlinie wurde hier im Dezember 2014 nochmal getestet. Es gab wieder Rücksetzer. Dann hatten wir hier die Situation im Bereich 1,38 eines Support-Levels und seither, Sie sehen es hier, gab es dann den Ausbruch hier auf Wochenbasis und wie gesagt, hier ist eine große Konsolidierung, aber es ist auch eine große Umkehrbewegung. Hier dann eine anschließende Konsolidierung bereits aufgelöst und mit diesem neuen Mehrwochenhoch, wohl bemerkt, wir sind hier auf dem höchsten Stand seit 2009 unterwegs, deutet jetzt vieles darauf hin, dass neben der Marke von 1,70 als runde Hausnummer hier auch noch deutlich weitere Preissteigerungen erfolgen könnten. Mir scheint, der Australdollar ist hier übergeordnet in einem großen Bärenmodus. Das dürfte sich auch weiter nicht ändern mit Blick auf die nächsten Monate, gegebenenfalls Jahre natürlich. Und davon dürfte hier der Euro gegenüber dem Australdollar exorbitant profitieren. Es scheint also hier, als wäre eine größere Trendwende eingeleitet und die jüngsten Gewinne, die wir hier gesehen haben, eigentlich nur ein Vorgeschmack dessen, was hier noch kommen kann. Wie gesagt, 1,70 wäre hier das nächste Ziel, um dann hier in runder Manier die nächsten Marken anzusteuern. Rein technische Widerstände hat man hier erst wieder im Bereich 1,74, 1,73 wäre das erste wahre Widerstandslevel, dann hier im Bereich 1,80, 50 und das ist dann eine Situation, die wir dann zur gegebenen Zeit nochmal beleuchten, sofern das Währungspaar bis dorthin strebt. Aber in jedem Fall eine sehr, sehr interessante Konstellation Euro-Australdollar hier in vielerlei Hinsichten interessant, insofern immer mal wieder drauf schauen. Obacht nur geben natürlich hier auf die Rollover-Gebühren in Sachen der zukünftigen Zinsentwicklungen. Der Australdollar hat ja hier sozusagen noch einen Zinsvorteil und das kostet natürlich über Nacht ein Stück weit Geld, wenn man hier das Währungspaar entsprechend handelt auf der Long-Seite. Umgekehrt sieht es natürlich aus, wenn man den Australdollar gegenüber dem US-Dollar zum Beispiel Long handelt, aber solche Rollover-Gebühren sollten hier gerade im großen Bild, wenn das hier entsprechende Pips-Performances gibt, eine entsprechende Aufwertung beim Euro gegenüber dem Australdollar nicht so sehr ins Gewicht fallen, aber natürlich sollte man diese immer im Hinterkopf haben. Gut, in diesem Zusammenhang sage ich erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, lesen wir uns später wieder und bis dahin beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.